Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Smart Nuzlocke Challenge. Ja, im letzten Part, letzten Part, da waren wir ein bisschen trainieren und ich würde sagen, wir untersuchen die Route weiterhin, denn wir waren ja bisher nur bis hierher. Und da können wir gleich mal hier dieses Mädchen ansprechen. Hallo, ey, lauf nicht weg! Auch wenn gerade kein Schiff in der Nähe ist, kannst du mit einem Pokémon das Surfer kennen, das Meer überqueren. Auf Pokémon kann man sich immer verlassen. Ja, aber ich habe kein Pokémon, das Surfer kennt und auch noch keinen Arena-Ort, damit ich das einsetzen kann. Hey, okay, dann halt nicht, ne? Gut, dann kommen wir da noch nicht weiter. Wir sind auf Route 118 und links geht es nach Marvin Fro City, da kommen wir ja her. Deswegen, ja. Warte mal, der Stein schaut so verdächtig aus. Ha, Herzschuppe. Guten Tag. Okay, und was hast du so zu erzählen? Für Angler ist die Ausrüstung entscheidend, aber für Trainer sind natürlich die Pokémon und das Herz entscheidend. Ist das so? Keine Ahnung, ich weiß nicht, also müssten wir überprüfen. Aber gut, Tentacha. Los, Gara. Aber da Gara ja noch nicht so gut kämpfen kann, würde ich sagen, wechseln wir es aus mit Mimo. Aber bald, Gara, bald kannst du alleine kämpfen und dann machst du die alle platt. Dann kriegst du deine Rache. Ja, wir sollten uns aufs Kämpfen konzentrieren. Komm, Mimo, hau ein bisschen rein. Und? Nochmal? Komm, das geht noch ein bisschen. Los. Ja, oh, komm. Der hält noch ein bisschen. Der hält. Bisschen Schmackes hier. Los, bisschen Mühe. Komm, setz mal Absorber ein. Vielleicht bringt das ja was. Und? Ja, ein bisschen. Ein bisschen. Oh nein! Was? Wieso lässt du mein Pokémon verwirrt sein, Mann? Warum verwirrst du mein Pokémon? Das geht gar nicht. Dafür musst du sterben, leider. Tut mir leid, Hinterher. Das geht nicht anders. Nein. Da kann ich keine Ausnahme machen. Tut mir leid. Umklammerung. Oh, jetzt habe ich aber Angst. Kugelsaat! Mimo, bitte. Warum, Mimo? Warum? Du darfst dich nicht selbst verletzen. Verletzen. Du musst dieses dumme Tentakel hier angreifen. Geht doch wunderbar. Manchmal könnte ich dich knutschen. Aber nur manchmal. Nicht heute. Tut mir leid, Mimo. Nein. Was? Nein. Ich habe doch gar nichts gesagt. Hm? 180 Erfahrungspunkte. Okay. Ich wurde im Herzen geschlagen. Schaut so aus, mein Lieber. Tut mir leid. So. Oh. Hallo. Meine Melodie wird deine Seele erschüttern. Seele. Ha. Ha. Hi, ich bin die Seele. Wie geht's dir? Hier, doofer Seelenwitz einfügen, bitte. Danke. Das war jetzt keine Aufforderung, dass ihr mir dumme Seelenwitze einfügt. Das war einfach nur ein Kommentar. Danke. So, weiter geht's im Kontext. Wir nutzen Stoller für diesen Kampf, denn Stoller kann einfach bessere Attacken gegenüber einem Magnetilo. Ist einfach so. Ich hätte natürlich gerne noch einen Boden-Pokémon, aber davon können wir gerade nur träumen. Deshalb nutzen wir Lehmschelle so. Ah! Schaut doch ordentlich aus. Und die Genauigkeit sinkt auch noch. Perfekt. Nein, kein Superschall, Mann. Das geht gar nicht. Mann! Okay. So, Magnetilo wurde besiegt. 142 Erfahrungspunkte sind aber ein bisschen wenig. Ein Flomel. Da können wir es kurz wagen auszutauschen, aber nur kurz. Und dann halt wieder zu Stella, sonst werden die Erfahrungspunkte so arg aufgesplittert und das mag ich nicht. Ja, das haben wir ja kurz wagen können und jetzt können wir wieder austauschen zu Stella. Los! Auf geht's! Flurmel, setzt Jaul ein! Babam! Okay. Kopfnuss. Los. Sehr schön. Das ging ja schnell. Du warst kein starkes Flurmel, richtig? Tja, warst ja auch nicht mein Flurmel. La 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 la. Okay. Sobald ich eine schöne Melodie komponiert habe, musst du sie anhören. Okay. Rufst du mich denn an und singst mir was vor? Eine E-Gitarre muss nicht immer laut sein. Sie kann auch so gespielt werden, dass sie eine herzergreifende Melodie erklingt. Aber wo willst du hier einen Verstärker für eine E-Gitarre hinbauen, mein Lieber? Du hast doch gar keinen Strom hier! Das geht doch nicht. Also, das stürzt mich gerade in ein tiefes Dilemma. Das geht echt nicht.
So, unsere Pokémon müssten geheilt werden, also heilen wir sie ganz schnell, bevor wir zum nächsten Kampf gehen. Auf geht's! Tschüss, Schwester Joy, auf Nimmerwiedersehen. Ah, okay, ich muss doch wieder kommen. Egal. Nächster Kampf! Dies ist mein Lieblings-Pokémon. Schön für dich. Zeig mir, wie mein Leben aufregender werden kann. Willst du das wirklich wissen? Ja, okay. Gott, die macht einen ja voll an hier. Backert einen voll an. Roselia und Sandan. Los, Gara und Mimo. Gara tauschen wir aber mal aus. Mit Samsa. Und Mimo darf hier mal dieses kleine Sandan angreifen. Auf geht's! Und, boah, das macht echt einiges aus. Aber ich hätte trotzdem gerne langsam Laubklinge, liebes Mimolein. Oh nein, Stachelspore, das geht gar nicht. Muss ich ja wieder ins Pokémon Center, das ist doch doof. Warum immer gegen Samsa? Da war Carvador vorher. Hallo, ein Carvador, als ob euch ein Carvador gefährlich werden könnte. Ihr solltet euch um Mimo kümmern, aber ist ja gut. Naja, was will man machen? Tschüss, Sandan. Und weg mit dir, los. Ja, perfekt. 126 Erfahrungspunkte. Level 17. Bam. Und Mimo erreicht Level 22. Haha. Ein Megasauger gegen einen Reptane. Ich glaube, das ist ein bisschen eine Vollmeise, Roselia. Ein bisschen aber. Aber nur ein ganz kleines bisschen. Okay. Geralt, 195 Erfahrungspunkte. Hm, sehr schön. Moment, hattest du auch genug Zeit, dir mein Pokémon anzuschauen? Also das war mir zu viel Aufregung. Ja, jetzt auch noch wählerisch, oder was? Hallo, geht's noch? Das geht mal gar nicht. Du darfst nicht wählerisch sein. Ich bin heute wieder in Pöbelstimmung, tut mir leid. Wir müssen gleich wieder Pokémon tauschen, bla 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 bla. Ich meinte... heilen. So. Genau. Alles klar. Dann können wir nämlich gleich weiter nach oben gehen. Ist dann jetzt... Hallo? Ist jetzt alles okay hier? Gut. Weil hier gerade die Frames im Ort niedrig sind. Während eines Kampfes bin ich immer begeistert, weil ich meine Pokémon zeigen kann. So geht es bestimmt jedem zu Beginn eines Kampfes. Nein, mir nicht, aber gut. Mein Puls rast immer noch. Du bist ein ausgezeichneter Trainer. Ich will nicht wissen, was du in der Abwesenheit gerade getan hast. Route 111 und Marvin for City. Okay. Bye bye, nächster Kampf. Way. Kommst du aus Marvin for City? Dann steckst du bestimmt voller Energie. Naja. Jemand, der halb verhungert ist, wie ich es bin, der kennt kein Mitleid. Ich kenne auch kein Mitleid. Und ich bin satt. Pappsatt. Ich hatte heute Hackfleisch-Blätterteig-Auflauf mit Reis. Absolut köstlich, sage ich euch. Cordula und Cornelius. Ich sag jetzt mal nichts über die Auswahl der Namen. Ja, mein Deutsch heute wieder ist total geskillt. Absolut. Ich hab's heute voll drauf wieder. Boah. So. Kamaup hat keine... wurde Energie abgesaugt. Okay. So lange kann sich ja Samsa mal um dieses Knilz hier kümmern mit seinem Psi-Strahl. Los! Ach ja, geht. Ach, ja. Sehr schön. Danke, Samsa. Perfekt gemacht. Und wieder Absorber. Los! Oh mein Gott. Setz halt Heule ein, das bringt dir echt nicht viel. Glaub mir. Das bringt dir nicht viel. Psystrahl! Und Absorber natürlich. Und. Okay. Kamab wurde besiegt. Cordula und Cornelius sind besiegt. Sehr schön. Oh la la, das ist aber heftig. Mein Magen knurrt. Vielleicht kann ich ja ein paar Beeren rösten. Ja, mach doch. Diese Straße hier, du hast einen weiten Weg vor dir. Ja, mir doch gerade scheißegal.
Hier ist ein Item, hallo? Ein Elixier, aber ich darf es nicht benutzen, verdammt! Eingang Trainerberg. Erklimmt den Gipfel, heißt blödige Trainer. Das klingt interessant, das schauen wir uns an. Guten Tag! Hallo? Ich habe gehört, Trainer kommen von überall her zum Trainerberg. Ich kann es nicht erwarten, ihnen Auge in Auge... Ich kann es nicht erwarten, ihnen Auge in Auge gegenüber zu stehen. Ich werde jeden besiegen, der sich mir in den Weg stellt. Okay, viel Spaß. Du weißt nicht zufällig, wann die hier öffnen. Ich warte hier, da ich die allererste Herausforderin sein will. Okay, nö, weiß ich nicht. Tut mir leid. Interessiert mich gerade auch nicht. Das ist ein Pokémon-Center, sehr gut zu wissen. Ich habe die Familie des Siegers herausgefordert und viermal hintereinander gekämpft. Hinterher war ich kaputt. Oh weia, das klingt heftig, aber dem widmen wir uns gleich. Ein großer Fels. Ein Pokémon könnte ihn vielleicht zertrümmern. Okay. Okay, okay. Sehr schön. Aber bevor wir das jetzt hier machen, muss ich kurz einen kleinen Schnitt setzen und eine Pause machen. Wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Tut mir leid für den Cut. So, wir können ja jetzt gleich loslegen, die hier anzugreifen. Ich habe übrigens meinem Mimo gerade noch eine Arena-Banner gegeben. Nur zur Sicherheit. Man kann nie wissen bei diesen Leuten. Und los geht's. Hallo, ich hab's. Du bist ein Reisender. Ach, was? Was hältst du davon? Du trittst mit deinen Pokémon gegen alle vier Familienmitglieder hintereinander an? Okay. Das nenne ich Team Kampfgeist. Ich mag dich. Okay, deswegen greifst du mich an. Ist ja logisch und so, ja. Hm? Na, schauen, was hat zwei Pokémon? Ein Schwalbini. Oh, wie putzig. Los, Garaber, da wechseln wir gleich mal aus zu Stoller hier. Denn Stoller kann das ein bisschen besser ab als Mimo. Deshalb, oh, Flügelschlag. Da hätten wir jetzt mit Mimo ziemlich viel Pech gehabt. Wir nutzen mal Kopfnuss, weil Walzer dauert zu lang. Und dann kommt ja noch ein Pokémon danach und ich will austauschen dazwischen. Deshalb passt das schon so. Oh, und das hat eine Sinelbeere. Was für ein Wunder. Aber das schützt dieses Schwalbini nicht vor einer weiteren Kopfnuss. Und? Bam, kaputt. Tut mir leid, Schwalbini. So ist die Natur und so ist das Gesetz. Der Stärkere gewinnt und der Stärkere bin nun mal ich. Beziehungsweise die Stärkere. Mhm. Okay, wir wechseln kurz aus zu Gara. Nur um, halt die Erfahrungspunkte mitzunehmen, ne? Rutenschlag. Okay. Los, Stoller, komm wieder rein, weil du schon bereits die Erfahrungspunkte auch mitkriegst. Kopfnuss. Uiuiui, das geht hier ab. Da kann man wieder Kopfnuss verwenden, auch als kleines Vorbild. Haha, siehst du, das kann ich. Hm, das kann ich sogar sehr gut. Sinelbeere. War ja so klar, dass da auch eine Sinelbeere dabei ist bei diesen Zickzacks. Hm. Die sind ziemlich fanatisch, was das betrifft. Vor allem die Pokémon-Fans. Und Zickzacks wurde besiegt. 102 Erfahrungspunkte, nur schade. Siegers Victor. Ah ja, du bist stärker als ich dachte. Ja, siehst du mal, ne? Hey ihr, ich habe einen starken Trainer gefunden. Entschuldigung. Oh, du meine Güte, bist du jung. Du musst ein sehr guter Trainer sein, wenn du meinen Mann besiegen konntest. Nun bin ich an der Reihe. Okay, viel Glück. Du wirst es brauchen, meine Liebe. Glaub mir. Victoria. Hallo, Victoria. Los, Gara. Und wir schicken Samsa in den Kampf. Gegen dieses Roselia. Und? Oh, mega sauber. Och nö. Das macht immer so viel aus. Psystrahl. Weil du es voll drauf hast. Sehr schön. Okay, somit kann ich leben. 276 Erfahrungspunkte, das ist eine Menge. Victoria. Ach nein, ich komme nicht darüber hinweg, wie stark du bist. Oh, du Arme. Brauchst du Mitleid? Hier draußen ist ein starker Trainer. Ein wirklich starker, sage ich euch. Du bist stärker als Mami? Wow. Aber ich bin auch stark. Wirklich. Ganz ehrlich. Ja, Zicke. Ist okay, Zicke. Hm.
Okay, ich will das Wort mit wenig in den Mund nehmen, danke. Merrill, oh, das wird dir nur leider nicht viel bringen, meine Kleine. Tut mir leid. Denn wir haben hier ein nettes kleines Pflanzen-Pokémon, das sich leider umhaben muss. Tut mir leid. Oh, du wirst es schon überleben. Okay, Absorber. Wobei da auch Kugelsalz gereicht hätte, aber das ist ja jetzt nicht so schlimm. Naja, das werden wir schon überleben. Walzer. Jetzt kriege ich aber Angst. Und nochmal Absorber, der Vollständigkeit wegen. Sehr schön. So mag ich das. Okay, tschüss, Merrill. Haha. Nur 93 Erfahrungspunkte. Oh mein Gott. Okay, Gara, komm wieder. Rein mit dir, los. Glut. Oh mein Gott. So, schauen wir mal. Mimo. Okay, los, Mimo. Gut, gut, gut. Dann nutzen wir eben erstmal Kugelsaat, würde ich sagen. So. Oh mein Gott. Mimo macht es öfters. Das ist gut. Mimo? Habe ich das gerade richtig gesehen? Zwei Volltreffer hintereinander? Oh mein Gott. Okay, interessant. Und Kamaup wurde besiegt. Ah, erreicht Level 18. Sehr schön. Da können wir ja gleich nochmal gegen das Knilz hier antreten. Aber jetzt wechseln wir erstmal aus mit der Gefahr hin, dass Gara nun sterben könnte. Bitte, ich bitte, bitte. Oh mein Gott, wie kann ich ihn sehen? Oh mein Gott. Attacke ging daneben. Ich habe nicht gesehen, welche Attacke. Ich habe ihm die Augen zugehalten. Tut mir leid. Okay, Mimo, komm zurück. Gara, komm zurück und Mimo, komm rein. Los. Stahlspore. Hahaha, ging daneben, ging daneben. Kennt ihr das noch? Oh mein Gott, und das ist schon wieder Stahlspuren. Wenn ihr das kennt, könnt ihr es mir in die Kommentare schreiben, was es war. Arena Bäre, halte die Paralyse, mein Liebes. Tja, Pech gehabt. Und da kommt auch schon das Felsgrab. Tja, so ist das nun mal, ne? Und wieder Stahlspuren. Warum habe ich es eigentlich eingesetzt? Beziehungsweise, warum habe ich eine Amirena-Beere gegeben? Sicher nicht dafür, dass du mich jetzt wieder paralysiert machen kannst. Aber gut, sollte es einmal sich nicht bewegen können, werde ich schon ein Item einsetzen. Und Hasta la vista, Knilz. Oh, Sieglinde ist besiegt. Was? Habe ich verloren? Ja, hast du, kleine Zicke. Das ist gemein. Oma! Oh mein Gott. Wie konntest du nur meine Enkelin zum Weinen bringen? Schäm dich. Dafür werde ich dich in Grund und Boden stampfen. Mach dich auf was gefasst. Oh mein Gott. Wie schlimm. Siegers Wiki. Medite. Los, Gara. Und wir wechseln aus zu Samsa, würde ich sagen. Oh Gott, ich habe Angst. Bei Level 18 und so, ne? Was? Nein, nicht unser Samsa, oder? Okay. Oh mein Gott. Samsa, hallo? Samsa. Ich bin gerade ein bisschen... Tut mir leid. Ich muss damit gerade klarkommen, dass Samsa weg ist. Ich meine... Unser bestes Psycho-Pokémon, das es geben kann überhaupt.
Oh Gott. Okay. Gut. Okay, das... Oh, du bist stark. Meine Enkelin hatte recht. Wenn du es nicht allzu eilig hast, besuchen wir uns doch mal wieder. Oh mein Gott, Samsa. Ich habe noch nie einen Trainer gesehen, der seine Pokémon so meisterhaft einsetzt wie du. Aber ich muss dir auch sagen, mein Sohn ist stärker als du. Er hat sogar die Pokémon-Liga herausgefordert, das solltest du wissen. Okay. Es steht außer Frage, dass du stark bist. Aber wenn du gegen meinen Enkel antreten willst, bringt dir das nur Tränen der Frustration ein. Er ist viel stärker als jeder Trainer, den unsere Familie kennt. Er müsste jetzt gerade eigentlich dabei sein, die Pokémon-Liga herauszufordern. Wie ich meinen Enkel kenne, ist es mittlerweile bestimmt schon der Champ. Das werden wir noch sehen. Wir benutzen dieses Machoband, um die Pokémon im Training noch mehr zu stärken. Da du unsere gesamte Familie besiegt hast, brauchst du es vielleicht gar nicht, aber wir möchten dir dieses Machoband trotzdem gerne schenken. Danke, das ist lieb von euch, das kann ich wirklich gut gebrauchen. Mami ist stärker als Papi, ich bin stärker als Mami und Omi ist stärker als ich. Und mein großer Bruder ist noch stärker als Omi. Okay. So, wir gehen uns jetzt gebührend von Samsa verabschieden. Auch wenn ich das echt nur ungern tue, aber was sein muss, muss sein. Wir gehen natürlich erstmal noch heilen. Und ja, dann verabschieden wir uns von Samsa. Ich finde es gerade echt hart, weil ich halt Samsa so gerne mochte, ne? Okay, auf Wiedersehen, Samsa, es war schön mit dir und danke für diese Dienste. Es war einfach klasse. Samsa ist wieder frei. Tschüss, Samsa. Ja, und ich mache jetzt erstmal einen Schnitt und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann, tschüss.